Ihr seid jetzt nicht dazu gehörig.
Webseiten zusammenklicken, aber nicht grundsätzlich zu 100% wissen, was sie machen. Sag mal, in diesem Hobbybereich sprechen wir vielleicht von 10.000 Euro, die man im Jahr so nebenher vielleicht verdienen kann. Ja? Manche werden drunter liegen, der eine oder andere vielleicht auch drüber. Der limitierende Faktor bei dieser Hobbystufe ist im Grunde genommen das Wissen. Also, dass derjenige eben nicht weiß, wie kann ich bestimmte Dinge umsetzen und eventuell jemanden von außen braucht oder entsprechend eben bestimmte Dinge einfach nicht umsetzen kann oder ein Netzwerk braucht. Der nächste Punkt wäre dann, nenne ich mal, der Profi. Da sind wir bestimmt schon so bei 50.000 Euro pro Jahr. Davon kann man also dann auch vielleicht schon leben. Das ist dann der Punkt, ich weiß, was ich tue, ich kann das alles, ich habe aber unter Umständen das Problem, dass einfach der limitierende Faktor ich selber bin, weil ich kann nicht mehr als 12 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Das wäre der nächste limitierende Faktor, das ist dann quasi die Person selbst. Nicht mehr das Wissen, da gehen wir mal davon aus, der kann das. Dann haben wir den Experten, davon werden sehr viele wahrscheinlich von euch hier sein. Experte, würde ich sagen, ist jemand, der das kann und der auch schon verstanden hat, dass er darum irgendwie eine Service-Struktur bilden muss, dass er schaut, dass er entsprechend ein Netzwerk aufbaut. Also jemand, der versucht zumindest, sich selber zu multiplizieren, der sich andere Experten sucht und sich zusammentut. Dann sagen wir mal, geht so 100 bis 200.000. Ja. Und darüber würde ich sagen, ist dann der Unternehmer oder eben in unserem Fall die Agentur. Das heißt, da ist dann der limitierende Faktor nur noch Leute zu finden, die Bock auf eine Festanstellung haben. Da würde ich sagen, so ab 5 bis 7 Leuten könnte man immer von einer Agentur sprechen. Unternehmer halt bei 200.000 aufwärts. Das Problem ist, an der Stelle habt ihr im Grunde die wenigste Kontrolle über das, was funktioniert, weil ihr tatsächlich eben Leute finden müsst, die euch unterstützen. Das ist die Schattenseite von der Agentur, weil viele sehr gute Leute eben auch sagen, da wird auch der ein oder andere hier im Raum sein, ich habe keinen Bock auf eine Festanstellung bei einer Agentur. Ja. Ihr habt aber im Grunde da tatsächlich den Vorteil, dass ihr tatsächlich Leute einstellt, fest mit ins Team holt und dass ihr auch eine gewisse Verlässlichkeit für den Kunden eben entsprechend abbilden könnt. Jetzt haben wir eine Pyramide zusammengebaut. Jetzt würde ich mit euch gerne noch einen BMW zusammenkaufen. Ja, für dich klar, wenn man eine Agentur hat, braucht man natürlich einen BMW. Nee, Quatsch. Es könnte auch irgendein anderes Fabrikat sein. Ich will euch nicht auch mal ein kleines Beispiel mit. Stellt euch vor, wir zusammen gehen jetzt uns einen BMW kaufen. Zusammen kriegen wir das auch wahrscheinlich hin. Und gehen in das erste Auto raus. Ja. Und sagen, pass auf, ich brauche einen Dreier BMW. Mit Klimaautomatik, Rückfahrkamera, was man halt so hat. Und ich denke mal, ihr habt alle wahrscheinlich schon mal ein Auto oder die meisten zumindest ein Auto gekauft. Wenn es neu ist, dann kann man sich das ja so zusammenkonfigurieren, dann gibt man ins Auto aus und sagt, ich brauche das und das und das. Dann wird also erklärt, alles klar, ich brauche halt eine Klimaautomatik. Okay? Ich brauche eine Rückfahrkamera. Ich brauche PDC, damit es hinten piept, bevor ich irgendwie in den Auto fahre. Und ich brauche von mir aus auch noch die dicke Stereoanlage. Das heißt, im Grunde genommen ist das erfüllt, was ich brauche. Und wenn ich jetzt im Autohaus A bin, sagt er vielleicht ja. Jetzt im Moment wird es ja langsam dunkel draußen, früher ist es kalt. Wenn Sie den Wagen bei uns kaufen, der kostet 42.000 Euro, da ist alles drin. Wenn Sie den bei uns kaufen, ich lege Ihnen auch noch einen Satz Winterreifen dazu. Und wenn Sie sich da heute entscheiden, haben Sie immer noch Winterreifen dabei. Und damit Sie da keinen Stress haben mit den Winterreifen, gebe ich Ihnen eben auch noch die Möglichkeit, dass Sie die Reifen, immer wenn Sie die zu uns bringen, dann kostenfrei für Sie einlagern. Das ist nicht schlecht. Dann haben Sie keinen Stress, haben das den Keller nicht voll und es wird nicht schrecklich und so weiter und so fort. Und wenn Sie es heute noch abschließen, dann bekommen Sie natürlich auch noch die ersten Reifenwechsel von uns kostenlos dazu. Was hat der Verkäufer gemacht? Er hat im Grunde genommen
zusätzlichen Service angeboten, ohne dass es für mich einen Cent mehr kostet. Ich sage natürlich, alles klar, ich muss mal nach Hause fahren, eine Nacht überschlafen und meine Freundin gefragt, ob das in Ordnung ist. Was wir natürlich in Wirklichkeit machen, wir fahren natürlich nicht nach Hause. Die Männer werden das auf jeden Fall kennen, viele Frauen machen das, glaube ich, aber auch. Die fahren dann nämlich zum nächsten BMW-Händler im Ort und sagen dann, ja, ich habe da so eine Grundkonfiguration vom Auto, rechnen Sie mir doch mal durch, was das kostet. Wir betreuen relativ viele Autohäuser, die haben kaum Spiel. Das heißt, er wird genauso eure Features aufnehmen und wird am Ende sagen, das kostet 42.000 Euro. Sondern sitzt ihr da und hat natürlich schon bei Verkäufer A gehört, da gibt es ja noch was drin. Sagt er, wie sieht es denn aus mit Winterreifen, weil es wird jetzt bald Winter. Ja, das ist schwierig, sie kaufen ja nur einen Dreier, sie kaufen ja keinen Fünfer. Aber ich brauche ja trotzdem Winterreifen. Ja, okay, Winterreifen, geben wir Ihnen einen Satz dazu. Und wenn ich die jetzt dann bei Ihnen wechseln lasse, der erste Wechsel, kostet das was? Ja, also ganz ehrlich, da haben wir jetzt schon Winterreifen draufgelegt. Also die Werkstattkosten, das ist schon schwierig, aber ich könnte Ihnen den ersten Reifenwechsel dazugeben. Alles klar. Dann sagt ihr natürlich auch noch, weil ihr von dem anderen Verkäufer schon versorgt worden seid, wie sieht das aus mit der Einlagerung? Muss ich die dann immer herschleppen und muss die bei mir in den Keller reinpacken? Und spätestens da merkt ihr schon, okay, der war schon beim Händler A. Ja, okay, alles klar. Wir geben auch noch den ersten Reifenwechsel umsonst und die Einlagerung ist auch noch drin. Faktisch hat jetzt Händler B quasi mit Händler A gleichgezogen. Der bietet euch genau dasselbe an, kein Cent mehr, das gleiche Zeug. Offene Frage, bei wem würdet ihr kaufen? Bei A oder bei B? Sag mal auf, wer würde bei B kaufen? Okay, warum? Ich. Ja, von der Psychologie her, ich habe das ja selber rauskam, bei A hat man es ja so hingeworfen. Okay, wer würde bei A? Ja, ja. Ja, ich bin jetzt ja bei B und kann immer noch argumentieren, da auch bietet mir das Gleiche, du musst schon ein bisschen was dafür machen. Okay, das könnte ich nur. Bei dir bin ich ja schon. Genau. Dann hätte er die Chance, hier oben noch voll zu machen. Macht man in der Regel aber nicht, weil ganz viele haben eben nicht aufgezeigt. Wer würde jetzt zu A zurückgehen und das da kaufen? Alles klar, das ist nämlich der Vorteil, oder der Großteil der Leute, bei Händler A hat es von sich aus angeboten. Das heißt, wenn ich bei Händler B bin und der ist jetzt 64 und scheidet nächstes Jahr aus, dann weiß ich nicht, ob ich nächstes Jahr, wenn ich da hinkomme, tatsächlich meinen Reifen noch gewechselt bekomme oder ob die tatsächlich sich daran erinnern können, dass die Reifeneinlagerung dauerhaft kostenlos ist. Das heißt, Händler A hat im Grunde gewonnen. Händler B hat vielleicht noch viel, viel mehr zu bieten, hat es aber nicht kommuniziert. Und das ist meiner Meinung nach der große Trick, wenn wir uns darüber unterhalten, wie kann ich mit Joomla Geld verdienen. Euer Kunde, sei mal einfach mal dahingestellt, will wirklich eine Joomla-Seite, dann liefern 90% der Mitbewerber genau das, was der Kunde möchte, würde ich jetzt unterstellen. Keiner bietet von sich aus mehr an. Und das mehr anbieten in unserem Fall mit den Autos wäre kostenlos, okay, das muss ich aber gar nicht anbieten. Ich kann sogar mehr anbieten und dafür Geld verlangen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und wenn ich von vornherein den Kunden signalisiere, pass auf, du bekommst das, was du willst, du bekommst aber noch ein bisschen mehr, dann kriege ich zu 90% den Zuschlag beim Kunden. Und das ist der Unterschied, warum ihr auch tatsächlich ein Stück weit verkaufen lernen solltet. Das heißt, versucht zu dem, was der Kunde möchte, auf jeden Fall was on top zu machen. Wer hat schon mal von seinem Kunden oder von seinen Interessenten gehört, ich habe mal 2 bis 3 Leute angefragt, machen Sie mir mal ein Angebot. Wer hat das schon mal gehört? Das heißt, in meinem Beispiel wäre der rote Apfel eventuell. Das heißt, ihr wisst schon, okay, der hat mindestens 2 andere gefragt. Ich bin jetzt komplett in der Vergleichbarkeit. Jetzt würde der normale Durchschnitts Unternehmer sicherlich sagen, ganz klar, ich muss mich irgendwie rot anstreichen, dann findet er schon heraus, dass der einen roten Apfel und keinen grünen will. Also stecke ich das schon heraus. Das sind dann so Leute, die irgendwie sich besonders anziehen oder einen Marmoreingang mit Goldvertäfelung in der Agentur haben oder sowas. Im Grunde genommen müsste das aber gar nicht machen, weil
Apfel brauchst, sondern du brauchst eigentlich Apfelsaft. Dann bietet eben den Apfelsaft direkt an. Dann können die ganzen anderen Äpfel nämlich zu Hause bleiben. Weil damit kann er euch quasi nicht mehr mit den anderen, die im Rennen sind, vergleichen. Das heißt, einfach fragen, was braucht der Kunde? Braucht er den Apfel oder will er eigentlich Apfelsaft trinken? Und wenn er Apfelsaft trinken will, bietet ihr ihm von vornherein Apfelsaft an. Und dann kann der Apfelsaft das 10-fache kosten, theoretisch, von dem, was der Apfel kostet, obwohl nur 3 Äpfel drin sind. Das heißt, der Trick meiner Meinung nach, und das hat bei uns tatsächlich zum enormen Anstieg geführt, sowohl was Team angeht, als auch was Umsatz angeht, als auch was Kundenzufriedenheit angeht, ist einfach nochmal einen Moment mehr nachzudenken und wenn ihr in der Vergleichbarkeit seid, zu überlegen, was kann ich mir anbieten. Das muss nichts Exotisches sein. Ja? Wenn es heißt, wir brauchen eine Joomla-Website, dann bietet auf jeden Fall noch die Joomla-Wartung an. 80% eurer Mitbewerber werden das nicht anbieten. Wenn eine Joomla-Webseite gefragt ist, dann sagen die vielleicht noch, willst du die in grün oder in blau haben? Aber keiner sagt von vornherein, ich biete ja auch die Wartung an, ich liefere dir noch dies, ich liefere dir noch das. Das heißt, im Grunde könnt ihr auf jeden Fall Service anbieten. Service bedeutet in dem Fall, dass ihr einfach ein Stück weit mehr mitdenkt, dass ihr den Kunden beratet und dass ihr ein Stück weit auch von euch selbst schon angeboten weitergeht, als es die Mitbewerber machen. Dann ist so ein Projekt ja teilweise wie so eine Achterbahnfahrt. Das geht mal rauf, das geht mal runter. Das ist auch bei unseren Projekten so, was aber unterm Strich sein muss, ist, dass das Projekt ein Erlebnis ist für den Kunden. Wir haben letztes Jahr was eingeführt, was ganz gut funktioniert. Ihr könnt das alle adaptieren wahrscheinlich. Wenn ein Kunde eine Webseite bei uns fertigstellt, dann bekommt er eine Geburtsurkunde. Das bedeutet, er bekommt wirklich eine Urkunde ausgedruckt, die Webseite so und so, er blickt an so und so viel die Welt, das Licht der Welt, keine Ahnung, steht so ein paar Sätze drin. Das kriegt er gerahmt und kriegt es entweder übergeben am Projektende, wenn man ihn dann trifft, oder kriegt es sogar per Post zugeschickt. Was passiert? Wir haben es nachgeguckt, wirklich 70-80% der Leute hängen sich das im Büro auf. Total irre. Was passiert, wenn der mit Kunden zu tun hat? Der Kunde guckt, was ist das denn, der Geburtsurkunde? Schon geht er im Gespräch und schon fragt er nicht mehr, zu welcher Internetagentur gehst du? Sondern der weiß es, weil er natürlich fest Familie draufsteht. So Kleinigkeiten können halt funktionieren. Das heißt, er wird auch später immer wieder an dieser Geburtsurkunde vorbeirennen. Und wenn er in 5 Jahren Relaunch macht, dann seid ihr auch da eigentlich wieder aus der Vergleichbarkeit raus, weil ihr ständig im Blickfeld von ihm wart, weil ihr wirklich über den Schreibtisch schickt. Schickst du Geburtstagsfragen? Ja. Wer du das nächste Geburtstag? Wir schicken sogar, wenn wir wissen, dass ein Kunde in Urlaub fährt, schicken wir ihm eine Urlaubspostkarte aus Köln. Der kommt zurück aus dem Urlaub und sagt, ich guck mal, und ärgert sich natürlich, weil 20 Rechnungen in der Post sind. Von uns hat er dann aber noch eine Karte
mehr auf das Drumherum an als auf den Inhalt. Die Schokolade, die da nicht liegt. Also, es haben ganz viele gesagt, es kommt auf das Drumherum an. Jetzt hat er mir natürlich so ein bisschen die Parade gefahren. Weil normalerweise, wenn ich den Vortrag halte, sage ich immer an Kaffee, Inhalt. Und dann zeige ich meist das da. Und dann merkt man schon so das erste Stirnrunzeln. Weil wenn es tatsächlich nur auf den Inhalt ankäme, dann muss ich euch fragen, warum kauft ihr denn bitte die Tasse Kaffee bei Starbucks oder den Becher für 3,90, wenn es den für 1,30 am Kiosk um die Ecke gibt? Ich weiß nicht, gibt es in Nürnberg so Kioske? In Köln gibt es überall Kioske, Trinkhallen und so. Da gibt es tatsächlich den eigentlich gleichen Kaffee, qualitativ, wie es den für 3,90 fürs Dreifache bei Starbucks. Was macht Starbucks anders? Starbucks ist ein Erlebnis. Das heißt, ich komme da rein, habe vielleicht einen schlechten Tag gehabt, es riecht lecker nach Kaffee, es sieht aus wie bei mir im Wohnzimmer, ich bin schon komplett entspannt, bis ich da hinkomme. Dann ist meistens eine blonde Frau hinterm Tresen und sagt, wie heißt du denn? Und dann hängen wir schon auf geil, ich frage nach meinem Namen. Dann sage ich Thorsten, dann steht Tobias drauf. Minuten runter, ich fühle mich da wohl, es riecht ja auch dann total lecker nach Kaffee. Es sind übrigens einfach künstliche Duftvaporisatoren, die da überall hängen, weil wir die Webseite für die machen, die auch Starbucks beliefern. Das sind also so kleine Duftkapseln, die unter der Decke hängen, weil kein Kaffee riecht tatsächlich so, wie es bei Starbucks riecht. aber das ist halt das Gesamtpaket. Das heißt, die verkaufen das immer und die müssen sich nicht mehr darüber unterhalten, warum der Kaffee 3,90 kostet, obwohl er im Einkauf nur 5 Cent kostet. Wenn ihr den Kaffee hier links verkauft für 1,30, nichts drumherum macht und vielleicht auch noch einigermaßen unfreundlich seid, dann seid ihr sogar an dem Punkt, wo der Kunde sagen kann, warum muss ich denn 1,30 zahlen? Das kostet doch eigentlich nur 20 Cent. Ich zahle eben 1 Euro, wenn es gut läuft. Das heißt, die Frage ist nicht, welches System verkauft ihr oder mit könnt ihr mit Joomla verkaufen, sondern eigentlich welches Problem löst ihr. Und in der Regel ist das die Geschichte, ich will sichtbar werden, ich will mehr Geld verdienen, ich will meine Produkte an den Mann bringen, was auch immer. Und deswegen fand ich das so super, als UFOK heute Morgen auch gesagt hat, im Grunde genommen kommt bei mir erst an 4. oder 5. Stelle das Wort Joomla. Weil ihr müsst euch tatsächlich meiner Meinung nach gerne gleich widersprechen, aber gleich offene Fragenrunde, von den Gedanken lösen, dass ihr Joomla verkauft oder dass ihr technisch verkauft. Dann fragt euch, warum seid ihr anders oder besser als die anderen? Da meine ich dann tatsächlich andere Joomla-Entwickler, da meine ich aber auch jemanden wie Jindo, Wix oder den 1&1-Webbaukasten. Da wird dem einen oder anderen sicher noch was einfallen, warum das besser ist, wenn er es bei euch macht. Aber dann sagt es dem Kunden genau das eben hier. Wenn A es nicht gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich bei B gekauft, weil er nicht mehr zu A zurückgegangen wäre. Und nur weil der gesagt hat, ich biete hier ein Stück mehr an, seid ihr zumindest zu 70-80% wieder ins Auto gestiegen und seid trotzdem zum Autohaus A gegangen und habt da den Wagen gekauft. Was könnt ihr besonders? Sei es jetzt tatsächlich technisch oder sei es auch von mir aus der Daten zu hören. Vielleicht kann der eine besonders gut Webdesign noch machen, dann sagt ihm das. Dann sagt ihm auch von mir aus, kommen Sie auf, ich finde das gut. Wenn Sie mit einer Designagentur seit Jahren zusammenarbeiten, aber die machen ja eigentlich Print. Ich würde Ihnen empfehlen, das direkt bei uns zu machen, weil wir uns tatsächlich mit Webdesign auskennen. Wir kennen die Probleme, die im Webdesign mit Joomla vielleicht auch in der späteren Pflege entstehen. Wir können Ihnen das genauso designen, dass Sie die Webseite später problemlos selbst pflegen können, dass das alles funktioniert und das kostet Sie nicht mehr, wie wenn wir dann später das Design von Ihrer Printagentur ins Web überführen müssen. Ja. Und schon seid ihr auch da wieder aus der Vergleichbarkeit raus und habt ein Stück weit mehr angeboten als vielleicht die anderen Mitbewerber. Dann, was macht euch Spaß und wofür brennt ihr? Das meine ich ganz ernst. Also, wer sagt, Programmieren macht mir eigentlich keinen Spaß, und mit
eine Stunde arbeite ich auch nicht so gern, dann mach echt was anderes. Also. Jobs. Wenn ihr euch mal Namen nennen könnt, geht zu Starbucks. Es funktioniert. Und könnt ihr daraus ein Gesamtpaket schnüren, aus dem, was ihr besonders gut könnt, was euch Spaß macht und vielleicht sogar ein Produkt entwickeln. Ja, ich habe heute mit ganz vielen Leuten gesprochen und die sind inzwischen alle an dem Punkt, wo sie sagen, Schnüren ist cool, aber ganz viele bieten eben dann noch ein komplettes Produkt dazu an. Das sind Backup-Tools, das sind irgendwelche coolen Page-Builder, was auch immer. Das heißt, Joomla alleine zu verkaufen wäre meiner Meinung nach falsch, sondern verkauft Joomla in ein Gesamtpaket. Jetzt haben wir eine Pyramide gebaut. Wir haben BMW gekauft, also schon relativ viel gemacht in der ersten halben Stunde. Jetzt würde ich mit euch gerne noch einen Baum pflanzen. Genau. Das kam jetzt tatsächlich mein Freund an meiner Pizza und denke, das ist ein bisschen langweilig. So. Das ist ein Baum. Ich hoffe, das erkennt man. Super Baum, also wirklich mega schön. So, Baum, ja? Größer als ein Hühnerei. Ein Entenei hat nur ein Drittel vom Cholesterin, was
kein Mensch kennt Enteneier. Warum kennt keiner Enteneier? Weil die Enten die schlechtesten Vermarkter unter den Herren sind. Was macht denn eine Ente, die legt ein Ei? Was macht die da? Die geht schwimmen. So. Ja? Was macht das blöde Huhn? Das blöde Huhn legt ein Ei und gackert so lange, dass jeder weiß, dass er ein Ei gelegt. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, die Enten haben das bessere Produkt. Die vermarkten sich nur viel, viel schlechter. Und deswegen sind die Hühner Weltmarktführer bei Eiern. Das heißt, bei dem zweiten Anbieter verbleiben und sagen, okay,
Chance nicht geben. Dann kannst du natürlich sagen, okay, ich verlange eh mal das Vierfache von dem, was ich eigentlich brauche, dann was funktioniert das dann nach. Das ist halt die Frage, dann bist du halt ganz schnell in so einer Preisdiskussion. Ich hatte mal einen Kunden, der hat gesagt, boah, das ist aber teuer bei ihm. Sehr teuer ist immer relativ. Naja, wie meinen Sie das? Wie gesagt, haben Sie mal recherchiert, was ein Flugzeugträger kostet? Das ist teuer. Ja, da haben die Männer gefragt. Das kannst du zweimal machen, zweimal geht derjenige, der dritte kauft zwar zum Preis mit Flugzeug. Das ist eine sehr gute Frage. Hast du mir selber gut in einem abgeschlagen. Ich glaube, wir waren halt so früh da, dass wir uns noch nicht spezialisieren mussten. Ich hoffe, dass es erstmal so bleibt, aber vielleicht sind wir auch irgendwann tatsächlich spezialisiert. Ja. Ja. Ich komme auf den Apfelsaft von ihr. Wenn drei andere Kunden auch mit Apfelsaft ankommen, dann hast du keinen Apfelsaft. Also, das Gleiche ist es ja so, du sollst besser und werthaltiger sein als die restlichen, dass du nicht vergleichbar bist. Das hast du ja dann nicht geschafft. Das heißt, die Kollegen haben sich bei deinem Angebot Man kann das nicht abbilden. Also ich weiß, wenn man mit Kompetenzen ein Angebot abgibt und da einen Wert schafft, die können das gar nicht verargumentieren. Das habe ich schon so oft erlebt. Also dein Apfelsaft war noch keins. Das war auch ja, wahrscheinlich Fruchtsaft, ne? Wenn das andere so kriegt, dann würde ich mir an die eigene Nase fassen. Da steht hier noch nicht heraus. Aus dem also ich vermute, die danach kommen, die versuchen, da an den Apfelsaft ranzukommen. Das geht nicht so schnell. Ja, klar geht das nicht so schnell, aber jeder will doch überzeugen, er kommt doch zu mir. Und das braucht Jahre, um dieses Mindset zu entwickeln, auch als Agentur, dass du in diese Schiene kommst und so denkst. Das ist nicht einfach von heute auf morgen. Okay. Das hat bei mir 10 Jahre gedauert. Also ich mache das seit 2004 und wir sind vielleicht richtig erfolgreich seit 4 Jahren. Also als das letzte Mal hier auf dem Journalist in Nürnberg war, war das auch noch eine komplett andere Nummer. Weil ich tatsächlich auch mal gedacht habe, ich muss irgendwie mehr können von der Technik und ich bin tatsächlich kein Entwickler, das werden alle Entwickler hier bestätigen. Die hier sitzen bei mir, es nickt schon. Ich denke halt aber eher aus Kundensicht und vielleicht dadurch, dass ich mit dem Kunden dann darüber rede und es ihm versuche so zu erklären, wie ich es verstanden habe, funktioniert es dann. Ob es dann so ist, wie es der Programmierer umsetzt am Ende, ist mal wieder die andere Geschichte. Aber tatsächlich einfach wirklich so den Gedanken, den Kopf zu verlieren, ich verkaufe Technik. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, bei der Podiumsdiskussion dabei zu sein, weil es wirklich nicht darum geht, ob ihr die Webseite mit Joomla oder mit WordPress macht. Meiner Meinung nach. Ja. Auch nochmal zu deiner Frage, wenn du dir sicher warst, dass du alles richtig gemacht hast, dass der Kunde das komplette Angebot bekommen hat von dir, womit er dann hausieren geht, dann kannst du ja auch ganz entspannt die Fragen, warum wolltest du denn zurück zu mir? Weil, wenn du selber das Gefühl hast, würdest du ihn eventuell jetzt verlieren, was könnte Schlimmeres passieren, als er weggeht, nach dieser Frage? Nichts, oder? Also frag ihn, warum kommst du zurück? Warum fragst du mich nochmal? Hast du jegliche Preisargumente weg? Ich glaube, das ist oft vielleicht einfach nochmal eine Rückversicherung. Es steht da noch zu seinem Angebot und ich kann ja noch was am Preis machen. Aber ja. Ich glaube, man muss dann einfach auch selbstbewusst dazu stehen und sagen, nein, das ist es. Ja, also ich glaube auch, dass der nicht zu 5 Angebote wieder zurückgeht, nach zu verhandeln, sondern wenn er tatsächlich den Schritt macht und zu seinem ersten Händler zurückgeht, ja, zum ersten Vorschlag, dann zeigt er schon mal Interesse. Ne? Das heißt, ich glaube, da soll ich ein Gefühl haben und dann nochmal gucken, woran tut das. Ja, wir sind nach verhandeln. Aber und tatsächlich, wenn es, also bei uns kommt es ganz selten vor, dass jemand tatsächlich nochmal preislich irgendwie verhandeln will. Ich sage natürlich nicht, ich kann Ihnen die Nullen ausmalen, wenn er sagt, das können wir am Preis machen. Aber ich sage dann tatsächlich, ich kann da nicht allzu viel machen, denn wenn ich das nicht kalkuliert hätte, so dass es fair ist, dann hätte ich sie jetzt ja vorher versucht, über den Tisch zu ziehen. Von daher ist es kalkuliert. Und da hilft uns auch nicht zu sagen, ich habe einen Tagessatz von 400 Euro, 800 Euro, was weiß ich, sondern tatsächlich eine krumme Zahl unter dem Angebot stehen zu lassen. Auch von mir aus die Nettozahl, dass die krumm ist. Weil das suggeriert dem Kunden, dass es wirklich knallhart
kein Netz umrund wird, fragt keiner mehr nach. Man hört ja auch, okay, diese Budgetfrage ist ja immer dieses große Thema, wie viel günstiger teurer. Wenn man das Thema wirklich der Werthaltigkeitsgeschichte angeht, dann setzt man den Preis, den der Kunde zahlen muss, ja in einen Kontext zum Gewinn, den er erzielen könnte. Dann, ich habe noch nie über Preise verhandelt. Ich gebe einem Verein und gemeinnützigen und Schulen und Kindern 10% oder so, das mache ich, weil ich das will. Ja. Aber noch nie ein Kunde angekommen und gesagt, hier, guck mal, mach mal billiger oder so. Das gab es nie. Also auch da mal nachdenken, Ausgabe, den Gewinn gegenüberstellen, dann hast du auch wieder einen Wert. Also dann redet sie viel besser. Dann gibt es die Diskussion nicht. Ich meine, 10%, wie gesagt, das ist komplett. Einfach Komödie. Also wenn das Schulen sind oder sonst was. Also die Kranken, die werden auch der Angebot, aber dann steht zum Schluss zumindest 10%. Das ist Fakt. Jesus macht es ja. Vielleicht müsste von vornherein schon der günstig sein. Nee, das definitiv nicht. Ich könnte jetzt intern von Bastian erzählen und mir, er weiß gar nicht von der Geschichte, aber ich habe einen Kunden abgelutzt quasi. Und ich bin garantiert nicht günstiger. Und der sagt, ihr wart auch nicht so günstig, aber ich habe den als Service angeboten und das ist dein Thema tatsächlich, weil das so kompliziert war und eigentlich sagen muss, und keine Ahnung, ich meinte, ich mache das live bei euch, also ihr schaltet euch bei mir drauf und da ist so viel zu machen und so. Und dann meinten die, da habe ich gefragt, ja, ich kenne den Bastian, warum habt ihr denn das nicht bei denen gemacht, die sind ja auch näher bei euch und so, der ist ja ganz cool und so. Meint ihr, das hat auch alles gestimmt, alles super, nur du wolltest es live machen und das hat uns überzeugt. Also zum Beispiel auch mal, das hat den Unterschied gemacht an dem Punkt. So. Direkt passiert. Nett, weil es beendet. Okay. So ist es nicht. Also ich finde es bei Webdesign halt extrem schwierig, weil das hast du eben das Beispiel da mit dem Treuer BMW, 42.000 beim Händler A, 42.000 beim Händler B. Also bei Webdesign ist ja oft so, Anbieter A 8.000 Euro, Anbieter B 5.000 Euro, Anbieter C 1.500. Und dann geht der Kunde meistens hin und sagt, okay, das mittlere. Ja. Das ist halt extrem schwierig. Ne? Wenn du dann natürlich keine Chance mehr hast und wenn nicht mehr nachfragt, dann hast du es wahrscheinlich wirklich verloren. Wobei man die Leute dann auch wieder eigentlich zurückholen kann. Also ich hatte es auch mal, dass jemand gesagt hat, der bietet das aber 1000 Euro günstiger an, warum macht der das? Dann habe ich tatsächlich zu ihm gesagt, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe gesagt, ich kenne den Anbieter, ich möchte jetzt nicht schlecht über den reden, aber der muss das auch. Der hat nie wieder nachgefragt. Es war keiner, der hier im Raum ist, keine Angst. Und ich wusste halt jetzt, wenn er entweder kommt er zu uns und zahlt die 1000 Euro mehr, oder er hat auf jeden Fall immer ein ungutes Gefühl, wenn er so ist. Eine Sache, wenn so diese Alibi-Anfragen kommen, das passiert ganz
Vielleicht noch ganz kurz zum Nachtrag zu deiner Aussage eben, Kollegen, keine Angst haben, teurer zu werden. Wir haben einmal einen Kunden verloren, weil wir zu billig waren. Ja, ja. Und seitdem, das sind eben einfach sehr selbstbewusst im Preis. Und das gibt in der Regel auch Nachfragen. Auch wenn man weiß, da gibt es eher das im halben Preis. Gerade bei den billigen Kosten. Ja, das ist ja. Allerletzte. Ja, ich habe noch eine Frage. Noch eine Frage in die Runde. Du hattest ja vorhin die PKWs. Gibt ja bei PKWs auch Probefahrten. Ja. Und wenn also speziell jemand bei Joomla, weil wir ja Lösungsanbieter eigentlich sein wollen, eine ganz spezielle Funktionalität haben will, gebt ihr den Kunden auch ein Beispiel und zeigt ihm, so könnte das aussehen. Und wenn er dann überzeugt ist, dann kommt man ins Gespräch. Ja, also wenn wir uns selber schon realisiert haben und dürfen es zeigen, weil der andere Kunde gesagt hat, kannst du ruhig mit hausieren gehen, dann zeigen wir ihm das, klar. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und irgendeine Komponente entwickeln und sagen, so kann ich es funktionieren. Ist doch schon fertig, warum kostet das so viel?